Hallo und herzlich willkommen zum Video-Adventskalender von Stifts Kleinkrämerei. Und heute haben wir Türchen Nummer 19. Und es ist ein großes Türchen für einen kleinen Farbbehälter mit der Farbe Mausgrau. Und mit Türchen Nummer 19 gab es heute wieder eine Farbe, die Farbe Mausgrau. Und es gibt auch tatsächlich auch gleich was anzupinseln in Mausgrau, nämlich zwei Segel, nämlich einmal die 53 und die 51. Also dich. Und dich. So, und auch hier müssen wir wieder etwas entgraden. Dann nehmen wir uns doch mal den Pinsel, den wir ja früher schon hatten. Und ich brauche etwas Wasser natürlich. So, dann bringen wir den Pinsel auch ein bisschen in Form. Nicht vergessen, Farbe gut schütteln. So. So. Okay, also das dunkle Grau oder das dunklere Grau wird gegen ein helleres Grau getauscht. Dann machen wir das doch mal. Das Grau deckt aber auch ziemlich gut, finde ich. Also klar, ich werde, denke ich, nochmal ganz leicht drüber müssen, aber das deckt schon ziemlich gut. Da war das Braun hinten fürs Ruder etwas, ich sag mal, undankbarer. Aber wie gesagt, gut, es war ja auch bei dem Ruder nicht Ton in Ton, also nicht hier hellgrau auf dunkelgrau, sondern es war ja wirklich ein heller Farbton auf schwarz. Das kann man dann natürlich verstehen. So, lassen wir mal kurz trocknen. Dann gehen wir zu dem Segel und machen dasselbe nochmal. Wir dürfen natürlich auch nicht die Innenseite vergessen. Mein Hauptaugenmerk liegt ja natürlich auf der Außenseite, aber es soll ja doch gleichmäßig aussehen. So, dann haben wir dich. So. Und während du trocknest, können wir hier schon mal dann tatsächlich die Innenseite bepinseln. So. Natürlich kann man bei solchen Tätigkeiten auch Handschuhe tragen, aber das sind auch hier ungiftige Acrylfarben. Das heißt, selbst wenn man die sich auf die Finger schmiert und
man sie nicht sofort wäscht, wie auch immer, kann man das später ohne Probleme mit Wasser und Seife und also man vergiftet sich da auf keinen Fall dran. Und die sind halt auch wasserlöslich. Das heißt, die lassen sich sehr gut mit Wasser dann auch abwaschen. Oder eben im Zweifelsfall verdünnen. Nur verdünnen brauchen wir die Farbe echt nicht. Die deckt gut. Die ist prima. So. So. Okay. Ich denke, ich werde die Farben dann auch, weil es wird von den Farben garantiert noch dann noch was übrig bleiben. Die werde ich dann auch garantiert für Miniaturen dann noch benutzen. Weil das wäre dann echt schade drum, die irgendwie zu verschwenden. So, ich gehe jetzt hier nochmal leicht über das Segel drüber, um eben dann auch alles abzudecken, damit es eben so, hier seht ihr, die Farbe hat hier leichte Blasen gebildet. Das liegt daran, dass ich sie mit Wasser vermischt habe und da jetzt ja so ein bisschen Sauerstoff drin ist. Möchten Sie Ihre Farbe lieber still oder mit Sprudel? So. Da habe ich mich mit einem Fingerabdruck verewigt. Der wird übermalt. So. Aber auch hier. Wobei, das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. So. Dann Mausgrau zu. Pinsel gut ausspülen. So. Und eben nicht so wild drauf rumschrubbern, sondern gucken, dass man es halt immer in Faserrichtung macht, eben wie bei Tieren, nicht gegen den Strich streicheln, sondern eben mit dem Strich, dann danken eure Pinsel euch das. So, und wir montieren dann jetzt auch gleich diese beiden Segel. Wir fangen mit dem an, das ist etwas trockener. Und das kommt jetzt hier an meinen Lieblingsmast, an den hier dran. So. Einmal, zwei, na? Ja, natürlich, ich hätte dran denken sollen, da ist ja noch Takelage im Weg. Das geht so nicht. Das ist ganz klar, da würde ich mich auch sträuben. So, einmal und hier unten. Wie gesagt, das ist das Angenehme. Die werden halt auch einfach nur angeklipst und sitzen dann recht gut. So, und jetzt versuchen wir dasselbe nochmal mit jenem Wellchen hier. So, umgreifen. In die Mitte. So. So. Und die ersten beiden Segel an unserem Segelschiff hängen. So, und das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.